So Leute, ich bin auf jeden Fall gestern erstmal den lieben Joker, Trizzy, Oz und Sibanak besuchen gewesen auf deren Live-Konzert. Deren erster Konzert, was mich wirklich sehr gefreut hat. MBT-Teilnehmer, da bin ich doch dabei und drehe ein Interview auch noch währenddessen mit denen. Aber egal, wir kommen zur Analyse. Toka ist weiter, da Lundwurf nicht eingereicht hat. Toka seine Runde war leider ohne Video, was mich wirklich sehr enttäuscht hat. Dabei waren die Cuts rauszuhören, nach jeder Line. Flohlich war es jedoch wie gewohnt stark von ihm. Die Hook klang sehr musikalisch, was mir gefallen hatte. Der Beat war ebenfalls geil. Die Punchlines haben gut getroffen. Und jetzt zeige ich euch alle Highlights, denn ihr wisst ja eh schon, wer weiter ist. Und deswegen brauche ich jetzt keine für ausführliche Analyse machen. Voila, bitte. Alter Marcio, was geht denn ab? Womit hab ich das verdient? Ich battle dieses Kind und treib den Kleinen noch zum Suizid. Ich fahre kein Schwuchtelbenz, Janik, klar, das kann schon sein. Du willst Figo, bist ja auch noch zu jung für'n fucking Führerschein. Dein Name soll wohl zeigen, dass du ein einsamer Wolf bist. Einsam wegen Freunde Mangel, doch du bist kein Wolf-Kid. Gefährlich wie ein Chihuahua und ne Pudelfrisur. Jeder sieht, der Keck hat einfach nur ne Hurenstatur. Scheiße Reim, ja, ich scheiß auf Technik und ich scheiß auf ein Videoclip. Denn mein Gegner ist einfach ne Rap. Pen der Klitoris. Erste Runde freilos ist ja übelst entspannt hier. Lone Wolf ist so dumm, er kauft sich nur für das Pfandbier. Ich komm mit meinem Label HSV637 Angst, Bitch. Lone Wolf und Trigger Trisomie 21. Ich sorge besser für, dass du im Hundezwinger bleibst. Lone Wolf ist so ein Wrecker, Spaß, er nummeriert die Lines. Manche Leute auf kein Junge, mein Rap ist der Panzerfaust. Deine Zeit ist jetzt vorbei, denn Wölfe sterben langsam aus. Von dir jetzt kommt das Teilnehmerfeld. Denn ich bleib hier stehen, solange bis jeder Teilnehmer fällt.